Hallo ihr Lieben, hier ist Silke. Herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf diesem Kanal. Im heutigen Video möchte ich euch mal wieder mit in unsere Küche nehmen und zeigen, was bei uns so im Küchenregal steht. Es gab ja in den letzten Jahren schon einige Videos, wo ich vor allem auch unsere Sprossen und Grünkraut und grüne Gräservielfalt gezeigt habe. Aktuell bin ich eher in so einer Fastenphase und ziehe eher weniger Sprossen, deswegen gibt es davon jetzt ein bisschen weniger. Aber ich zeige euch unsere gesunden Vorräte und gedörrte Lebensmittel in unserem Küchenregal. Ich bin oft ein wenig amüsiert, wenn Freunde bei uns in die Küche kommen oder Menschen das erste Mal in unsere Küche kommen und unser Vorratsregal sehen mit den vielen Gläsern und den verschiedenen Inhalten. Und manch einer kann sich den Kommentar nicht verkneifen, na dann seid ihr für eine Krise gut vorbereitet. Ihr habt ja genial viele Vorräte. Und wie es bei mir natürlich nur sein kann, haben wir nur gesunde Vorräte bei uns in der Küche und die stelle ich euch heute in diesem Video vor. Das sind teilweise getrocknete Lebensmittel wie Trockenfrüchte oder Nüsse, aber auch Lebensmittel, die ich durch gesundes Dürren haltbar mache und die so sehr lange haltbar sind und eben auch als Vorrat, so als Notvorrat gelten können. Jetzt seht ihr unsere gesunden, pflanzenbasierten Vorräte in unserem Küchenregal. Heute möchte ich euch mal wieder einen Einblick geben in unser Regal für Vorräte, Gedörrtes, grüne Pulver und Sprossen. Ich beginne mal hier oben links auf dem Regal. Hier in der Flasche seht ihr grüne Rosinen, daneben in dem Bügelglas selbst getrocknete Apfelscheiben. Gerade im Herbst, wenn viele Äpfel anfallen durch eben die Erntezeit oder wenn wir viele Äpfel von Freunden geschenkt bekommen, dann bietet sich das rohköstliche Dürren ganz gut an, um Äpfel gesund für eine längere Zeit haltbar zu machen. Daneben ein Bügelglas mit getrockneten Jackfruchtstücken, die habe ich nicht selbst getrocknet, die bieten zum Beispiel süß und clever an, neben vielen anderen Trockenfrüchten, Nüssen und Pulvern. Daneben haben wir zwei Flaschen mit Pistazien, die sind teilweise noch komplett in der Schale, also richtig eingeschlossen. Die muss man dann irgendwie mal mit einem Nussknacker aufknacken. Die haben wir letzten Sommer aus Sizilien mitgebracht. Die wurden dort in Permakultur kultiviert. Dann haben wir hier ein Glas mit geschälten Pistazien, die sind auch ohne Salz. Daneben zwei Bügelgläser mit selbst zubereitetem herzhaften Snack aus jungem Kokosnussfleisch. Dieser herzhafte Kokosnack kommt bei Rohkosttreffen immer sehr gut an. Das ist das gleiche Rezept, nur bei diesem Glas, bei dieser Portion habe ich zum Marinieren mehr Sojasauce verwendet. Dieses Rezept findet ihr auch in meinem E-Book Dürren leicht gemacht. Ich schätze, im März werde ich zu diesem Rezept auch ein Video veröffentlichen. Das sind zwei Gläser mit selbstgemachtem Fruchtnaschi. Hier seht ihr die Fruchtnaschi bzw. das Fruchtleder nochmal von Nahem. Das ist ein Rezept, was ich schon seit einigen Jahren für meine Jungs, aber auch für Freunde sehr gerne herstelle. Die Hauptzutat sind Bananen. Man kann auch mit verschiedenen Früchten variieren, mit Himbeeren, mit Brombeeren, mit Sanddorn im Herbst. Das ist auch ein sehr leckeres Fruchtleder, Banane, Sanddorn, Vanille. Und hier seht ihr eben die Sorten Schoko, Zimt und Karob, Kokos. Weiter geht's mit einigen Vorräten. Da haben wir ein paar Gläser voll geschälte Hanfsamen. Die sind von Süß und Clever. Da hat man ja die Möglichkeit, immer in größeren Verpackungseinheiten zu bestellen. 500 Gramm oder auch 1 Kilo. Dann seht ihr hier Goldleinsamen. Die kaufe ich meistens im Bioladen. Und das sind selbstgetrocknete Bananenscheiben. Und jetzt zeige ich euch, was sich in den hinteren Reihen befindet. Hier hinten in diesem Glas befindet sich noch ein Rest von selbstgemachten Leinsamencracker. Das Glas war bis oben hin voll. Und wenn hier Treffen mit Freunden sind oder Potlucks, dann nehme ich gern Leinsamencracker mit. Hier in diesem großen Glas seht ihr auch einen Vorrat an Feigen. Das sind verschiedene Feigensorten, dunkle Feigen, auch Mini-Feigen, Kugelfeigen und normale Feigen. Auf diesem Glas steht ein kleineres Glas mit getrockneten, selbstgetrockneten Birnenscheiben. In diesem Glas befindet sich getrockneter Mandeltrester, der bei der Herstellung von Mandelmilch anfällt. Den
kann man dann noch fein mahlen und für verschiedene Rezepte, auch Energiebällchen, Kuchen und andere Rezepte verwenden. Das ist ein Glas mit getrockneten Limettenblättern. Die hat mir eine liebe Freundin aus dem Senegal geschickt. Hier daneben wieder selbstgemachtes Frucht-Naschi, Fruchtleder, was teilweise in kleine Stücke geschnitten ist, beziehungsweise auch in größere Stücken gerollt, also wie so eine Frucht-Naschi-Rolle. Das sind Mandeln, die ich schon aktiviert habe. Das heißt, ich habe diese Mandeln ca. 20 Stunden in Wasser eingeweicht, sie gut abgespült und dann wieder trocken gedörrt. Dieser Einweichprozess bewirkt, dass die Phytinsäure neutralisiert wird, beziehungsweise auch, dass die Enzyminhibitoren, die die Verdauung erschweren können, aufgelöst werden, beziehungsweise auch neutralisiert, beziehungsweise abgebaut werden. Und so habe ich immer gut verdauliche Mandeln als Vorrat in meiner Küche. Hier in diesem Glas befindet sich der Trester von Cashewmilch. Also ich habe Cashewmilch hergestellt und das ist der Trester, den habe ich getrocknet und so kann man ihn länger aufbewahren, aufheben und dann für verschiedene Rezepte verwenden. Hier in diesen beiden Gläsern seht ihr Leinsamen. Leinsamen verwende ich bevorzugt für meine Leinsamencracker. Diese Leinsamen habe ich mir auch bei Süß und Clever bestellt, meistens im 1-Kilo-Pack. Hier oben geht es weiter mit einigen Vorräten, die ich alle selbst hergestellt habe. Hier in dieser Dose befinden sich selbstgemachte Topinambur-Chips. Das sind Chips aus dem Gemüse Topinambur. Das ist Topinambur pur, ohne Marinade, ohne Gewürze, ohne Salz, ohne Kräuter, einfach das pure Gemüse. Und wenn man dieses Gemüse mag, dann mag man sicherlich auch diese leckeren, einfachen, gesunden Gemüsechips. Das sind angekeimte, gedörrte Sonnenblumenkerne, auch ein sehr leckerer, gesunder, knapper Spaß. Diese gedörrten Sprossen sind durch den Dörrprozess sehr lange haltbar und wenn sie frisch aus dem Dörrgerät kommen und gleich warm gegessen werden, dann erinnern sie etwas an Popcorn. Das sind getrocknete Buchweizensprossen. Auch diese sind durch den Dörrprozess sowie die Sonnenblumenkernsprossen sehr lange haltbar. Ich verwende Buchweizensprossen zum Beispiel gern zu Weihnachten für die Weihnachtsbäckerei. Dann mahle ich die Buchweizensprossen zu Mehl und stelle daraus mit anderen Zutaten einen Plätzchenteig her. Diese Buchweizensprossen geben auch einen super Knusper-Effekt, zum Beispiel für selbstgemachte Schokolade oder für selbstgemachtes Bananeneis oder andere süße Desserts. Das sind selbstgemachte panierte Zwiebelringe. Diese Zwiebelringe haben Rohkostqualität, sind glutenfrei und fettarm. Also genau das Gegenteil von den frittierten, panierten Zwiebelringe, die man so kaufen kann. Kürzlich habe ich auch ein Rezeptvideo dazu veröffentlicht, das verlinke ich oben in den Infokarten. Das sind selbstgedörrte Champignonscheiben. Diese können bei Bedarf auch gemahlen werden, wenn man zum Beispiel für Rezepte echtes Champignon-Aroma verwenden möchte. Jetzt geht es hier unten weiter. Ihr seht hier erstmal Grünkraut. Das ist Radieschen-Grünkraut. Das stelle ich jetzt erstmal beiseite, um euch die Vorräte und die selbst hergestellten Süßigkeiten dahinter zu zeigen. In diesem Bügelglas befinden sich nochmal getrocknete Jackfruchtstücke. Die sind auch von Süß und Clever, genauso wie die getrockneten Physalis, wie diese Mini-Feigen. Das sind Maulbeeren und hier getrocknete Drachenfruchtstücke. Auch hier die Medjool-Datteln, die ihr hier seht. Das sind alles Trockenfrüchte von Süß und Clever. Ich setze euch den Link zu Süß und Clever unter dieses Video. Alle, die das erste Mal bei Süß und Clever bestellen, bekommen 10% Rabatt auf ihren Warenkorb. Den Gutscheincode dafür findet ihr auch unter diesem Video bzw. im ersten angepinnten Kommentar. Hier in diesem Glas befindet sich selbstgemachte Schokolade. Das ist selbstgemachte Pfefferminzschokolade, die besteht aus Kakaomasse, Kakaobutter, Kakaopulver, etwas Karapulver, Dattelsirup und etwas ätherischem Pfefferminzöl. Diese leckere Dattelsorte durften wir in den letzten Monaten ausgiebig testen. Ich hatte auch im Dezember noch ein Video veröffentlicht, mit welcher Frucht wir am liebsten süßen. Da gibt es auch ganz verschiedene Rezepte mit Datteln. Das verlinke ich euch mal oben in den Infokarten.
Diese Datteln bestellen wir gern bei Palmira. Da gibt es auch ein 3-Kilo-Paket, das lohnt sich auf alle Fälle. Und bei Palmira gibt es auch für alle Erstbesteller 15% Rabatt auf den Warenkorb. Den Link zu Palmira und den Gutscheincode findet ihr auch unter diesem Video bzw. im ersten angepinnten Kommentar. Hier in diesen beiden oberen Gläsern seht ihr gefüllte Datteln und das zeige ich euch kurz noch genauer. Das sind gefüllte Datteln mit Erdnüssen und Schokolade. Das sind Mozzafati-Datteln, die sind sehr weich und karamellig. Dazu eben Erdnüsse, geröstete Erdnüsse und dann noch selbstgemachte Schokolade. Das ist so ein ähnliches Rezept, wie ich euch das jetzt schon bei der Pfefferminzschokolade gesagt habe, eben nur ohne diesem ätherischen Pfefferminzöl. Das sind Zucari-Soft-Datteln, gefüllt mit einer Pistazienpasta. Und diese Pistazienpasta habe ich hergestellt aus grob bis fein gemahlenen Pistazien, etwas Vanillepulver und Dattelsirup. Das sind rohvegane Lebkuchen, die sind noch übrig von der Weihnachtszeit. Das sind mit die besten Lebkuchen, die ich je gegessen habe. Wirklich eine ganz fantastische Kombination aus Roggensprossen, Möhrentrester, Datteln, etwas Kakao und Kokosmehl und natürlich Lebkuchengewürz. Die kommen bei meinen Freunden immer sehr, sehr, sehr gut an und sind sehr sättigend. Also 2, 3 dieser Lebkuchen und man ist erstmal für Stunden satt. Hier seht ihr selbstgemachte Schokolade, die zeige ich euch gleich noch näher. Und hier hinten ist auch noch was von der Weihnachtszeit übrig geblieben, obwohl es kein typisches Weihnachtsrezept ist. Schokoknusper. Das ist aktuell die selbstgemachte Lieblingsschokolade meines 14-Jährigen. Das ist eine Karob-Tonka-Schokolade. Die besteht einfach aus Kakaobutter, rohem Tahini, also rohem Sesammus, bisschen Karobpulver, ein bisschen geriebene Tonka-Bohne, ein bisschen Meersalz und Dattelsirup. Wer sich für das Rezept interessiert, ich verlinke euch das Rezept als Blogartikel unter diesem Video bzw. im ersten angepinnten Kommentar. Das ist ein Schoko-Knusper-Rezept. Dazu gibt es auch ein Pendant aus der Industriekost. Das ist hier die gesunde Variante. Und im Winter oder zu Weihnachten gebe ich dann immer noch gern Zimt- oder Lebkuchengewürz dazu. Da hat das so ein bisschen eine weihnachtliche Note. Aber wie gesagt, das ist eigentlich kein weihnachtliches Rezept. Dieses Rezept besteht einfach aus gekeimten und getrockneten Buchweizensprossen. Die habe ich euch in diesem Video schon gezeigt. Geschälten Hanfsamen, klein gehackten Mandeln und klein gehackten Walnüssen und dann bereite ich eine Schokolade zu, so eine Schokolade, wie ich auch für die Pfefferminzschokolade verwende, für diese gefüllten Datteln mit Erdnüssen oder auch als Glasur für die Lebkuchen. Dieses Schoko-Knusper-Rezept habe ich auch schon letztes oder vorletztes Jahr als Video veröffentlicht, beziehungsweise auch als Blogartikel auf meiner Webseite. Ich verlinke euch auf alle Fälle eines der beiden unter diesem Video bzw. im ersten angepinnten Kommentar. Hier haben wir noch 4 Gläser mit verschiedenen Bällchen. 2 Sorten davon sind von Palmira. Das sind hier diese Dattel-Kokosbällchen. Und hier gibt es noch dunkle Bällchen. Ich glaube, diese mit Kakao und einem fruchtigen Pulver. Und ich zeige euch gleich die beiden Bällchen, die ich selber hergestellt habe. Das ist ein leckeres Energiebällchen aus 3 Zutaten. Dieses Energiebällchen besteht aus Cashewnüssen, grünen Rosinen und etwas Vanillepulver. Dazu gibt es auch schon ein Blogartikelrezept, das verlinke ich euch auch unter diesem Video bzw. im ersten angepinnten Kommentar. Das sind Schokofrohbällchen, da habe ich auch vor einigen Jahren schon ein Video veröffentlicht. Auch dieses Rezept gibt es als Blogartikel auf meiner Webseite. Verlinke ich euch auch alles unter diesem Video bzw. im ersten angepinnten Kommentar. Die 3 Basiszutaten für diese Energiebällchen sind Mandeln, Datteln und Kakaopulver. Und dieses Basisrezept kann dann noch verschieden variiert werden mit Walnüssen, Aprikosen, mit Karopulver, mit verschiedenen Gewürzen, auch mit gehackten Nüssen oder auch anderen Trockenfrüchten. Das war jetzt diese Seite des Regals. Jetzt gehe ich mit euch zum Schluss noch auf die andere Seite. Hier habe ich zum Beispiel Chlorella-Pulver, Chlorella-Presslinge, Spirulina, auch Moringa-Presslinge und einige Pulver zur Darmreinigung, Bentonit-Pulver, Zeolit und grüne Heilerde. Und hier meine liebsten grünen Pulver von Lebenskraft pur. Mein absoluter Favorit ist das Grassaftpulver. Das habe ich auch schon in den letzten Jahren, in den letzten 2 Jahren, seitdem ich es verwende, immer sehr gern in meinen Videos erwähnt. Das verwende ich wirklich seit über 2 Jahren und bin davon sehr, sehr begeistert. Ich nehme auch regelmäßig Silizium Plus zu mir. Und der grüne Saftkomplex ist eher für meine Kinder. Die mögen diesen Grassaft-Alkalisierer nicht so. Im grünen Saftkomplex gibt es auch noch
Saftpulver aus Hafer und Alfalfa. Das macht das Ganze ein bisschen milder und süßlicher. Das Wildkräuter-Purpulver liebe ich vor allem auch in der Winterzeit und streue mir das gerne über Gurke oder Salate oder verwende es für irgendwelche Rezepte. Und auch das grüne Leben, der grüne Lebenkomplex, den kann man sehr gut für verschiedene Rezepte verwenden oder einfach auch mit etwas warmem Wasser trinken. Das hat ein bisschen was von einer Gemüsebrühe. Das sind meine grünen Lieblingspulver von Lebenskraft pur, die ich jetzt auch schon länger und regelmäßig verwende. Da stehe ich wirklich 100% dahinter und kann sie wärmstens empfehlen. Ich setze euch den Link zu Lebenskraft pur bzw. auch zu diesen verschiedenen Pulvern unter dieses Video bzw. in den ersten angepinnten Kommentar. Und ganz zum Schluss schaue ich mit euch nochmal hier hinter in die zweite Reihe. Da gibt es auch noch einige gedörrte Lebensmittel. In dem oberen Glas links seht ihr Paprikapulver. Da habe ich reife Paprikas, also regionale reife Paprikas, rote Paprikas gedörrt und sie dann fein gemahlen. Das ist also eine Paprikapulver-Alternative. Daneben seht ihr ein Glas mit Papayakernen. Die habe ich getrocknet und das ist mein natürlicher Pfefferersatz. Hier rechts im Glas seht ihr eine Menge Hagebuttenpulver. Ich habe nach dem ersten Frost ganz viele Hagebutten gesammelt, die trocken gedörrt und dann fein gemahlen und habe so regionales Hagebuttenpulver, was ich auch gern für verschiedene Rezepte verwende. Daneben seht ihr eine Mischung aus getrockneten Zwiebeln, getrockneter Knoblauch und getrocknetem Lauch und nach Bedarf kann ein Teil dieser Mischung fein gemahlen und für verschiedene Rezepte verwendet werden. In dem Glas auf der linken Seite unten seht ihr getrocknete Tomaten, die habe ich allerdings gekauft. Das sind keine selbst getrockneten Tomaten. Hier habe ich ja auch noch einiges an Vorräten, das habe ich fast vergessen. Und auch noch ein paar Senfsprossen, also Senfgrünkraut. Und hier ziehe ich Raygras, aber da ist noch nicht so viel passiert. Das Raygras braucht immer ein paar Tage, um anzukeimen. Hier habe ich noch ein paar Vorräte, verschiedene Dattelsorten von Palmyra und dann noch von Süß und Clever einige Vorräte, Sesam, Leinsamen, dann noch einige keimfähige Saaten, wie zum Beispiel Süßlupinen und dann noch zwei Tüten mit grünen Erbsen. Das war unsere große Vielfalt an pflanzlichen Lebensmitteln in unserer Küche bzw. in unserem Küchenregal. Ihr habt ja die verschiedenen Gläser gesehen, also ich nutze teilweise auch Gläser oder Flaschen, wo vorher Passata drin war oder Senf oder Tomatenmark oder Tomatensoße, die ich dann manchmal für meine Jungs kaufe. Aber ich habe auch einige Vorratsgläser, entweder Schraubgläser oder Bügelgläser, die ich auch im 3er- oder 6er-Pack bestellt habe. Wenn ihr auch an solchen Gläsern interessiert seid, dann verlinke ich euch die Gläser unter diesem Video. Wir haben zum Beispiel 1-Liter-Gläser oder auch 1,5 Liter oder 2 Liter, wo man dann eben gut Trockenfrüchte, Nüsse oder eben auch zubereitete, gedörrte Lebensmittel darin lagern kann. Mein Fokus liegt nach wie vor auf frischen Lebensmitteln, also Obst, Gemüse, Sprossen, grünes Blattgemüse, auch Wildgrün. Wir bekommen ja jede Woche eine Biokiste und kaufen auch im Bioladen, auf dem Wochenmarkt oder auch im Supermarkt einige Produkte, einige frische Lebensmittel dazu. Und diese Lebensmittel, die ihr heute in diesem Video gesehen habt, das sind eben eine gute Ergänzung für verschiedene Rezepte oder eben auch für meine Kinder, die nicht nur Rohkost essen, die nicht nur frisch essen. Ich hoffe, ich konnte euch mit diesem Video inspirieren. Lasst mir gerne eure Gedanken und Meinungen zu diesem Video unter diesem Video. Ich wünsche euch jetzt noch eine wundervolle Zeit. Lasst es euch gut gehen, ihr Lieben. Bis ganz bald.